Ich kriege ihn. Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen. Sigismund sei verdammt. Er richtet das Land zugrunde. Wir finden so noch im Jenseits keinen Frieden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Lauf zurück zur Mama, Bärchen! Verwehrt, du Scheißkerl! Herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance, einem epischen Rollenspiel im Jahre 1403, in dem blutige Schlachten, fiese Intrigen und ruhmreiche Ritter auf euch warten. Schauplatz ist Böhmen, in der Mitte Europas, denn Kingdom Come Deliverance orientiert sich nicht irgendwie an Elfen und Orks, sondern an wirklichen historischen Fakten. So erlebt unser Held, der gute Schmied Heinrich, eine Geschichte, die uns ins echte Mittelalter eintauchen lässt. Und dazu begeben wir uns natürlich in eine riesige offene Spielwelt, treffen unzählige Personen, erledigen Quests, sammeln Gegenstände und verbessern natürlich unsere Fähigkeiten. Und das Schöne ist, unsere Entscheidungen haben auch Einfluss auf den weiteren Spielverlauf und die Geschichte von Kingdom Come Deliverance. Denn der gute König ist gestorben und der älteste Sohn, der Wenzel IV., wurde zum Nachfolger gekrönt. Das hat dem Halbbruder Sigismund allerdings überhaupt nicht gepasst, sodass der den guten Wenzel entführt hat und das ganze Land für sich beansprucht. Ja, und das führt mit einer Verkettung von Umständen auch dazu, dass unser Hauptcharakter seine Familie bei einem Blutbad verloren hat. Und wir sind natürlich jetzt auf Rache. Der Detailgrad und die Grafik sind, wie ihr schon seht, dank CryEngine echt nicht von schlechten Eltern. Sieht mega aus, oder? Und hier sieht man jetzt schön, dass sich das Kampfsystem realistisch anfühlen soll. Das bedeutet, wir müssen ausweichen, haben verschiedene Trefferzonen und vieles, vieles mehr. Der Charakter kann sich mit seinen Fähigkeiten halt steigern, aber der wird niemals irgendwie ein Superheld, der gleich 100 Gegner ins Jenseits befördern kann. Hier wird halt echt Wert auf Realismus gelegt und das finde ich echt cool. Und hat man den Kampf gewonnen, muss es nicht unbedingt tödlich enden, denn einige Gegner, die ergeben sich auch und dann entscheidet ihr, was passiert. Fernkampfwaffen wie Bögen gibt es natürlich auch, allerdings wegen dem Realismus ohne Fadenkreuz. Das kann ja heiter werden. Und die guten alten NPCs, die vergeben nicht nur Quests, sondern hauchen den Städten auch Leben ein. Wir können sogar dem freundlichen Herren hier am Galgen Wasser geben und ihm damit helfen. Thank you 100-fold. Es gibt diverse Möglichkeiten und natürlich auch ein Handelssystem. You're a right pinch pass. Und Pferde gibt es natürlich auch, damit man sich nicht die Füße wundlatschen muss und schnell von A nach B kommt. Die Rösser gibt es in verschiedenen Ausführungen. Obendrauf könnt ihr sogar die Sättel wechseln und so weiter und so fort. Also, auch hier sind die Möglichkeiten reichhaltig. Und im weiteren Spielverlauf steigert ihr dann natürlich eure Fähigkeiten nicht nur im Kämpfen, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen. So beispielsweise auch beim Jagen oder auch beim Trinken. Und wenn dann nach einem langen Tag, bei dem es übrigens Wind- und Wetterwechsel gibt, die Nacht einkehrt, findet man sich nun mal auch gerne in der Taverne wieder. Und wenn man das ganze Geld schon versoffen hat, kann man im Notfall den Sitznachbarn beklauen. Besoffene sind übrigens leichtere Ziele. Logisch. Und wem die illegale Laufbahn richtig gut gefällt, der kann sogar Einbrüche begehen. Man sollte allerdings aufpassen, denn wie gesagt, die NPCs merken sich, was ihr tut. Und nicht jede Entscheidung ist gut. Die
dieser Kerl ist gerade vor uns abgehauen, als wir ihn erwischt haben, wie er unseren Freund erpressen wollte. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, also gibt's jetzt auf jeden Fall was auf die Backen. Wie ihr seht, kann sogar ein einzelner Gegner zur echten Gefahr werden. Es ist dementsprechend deutlich realistischer. Also passt auf, welche Wege ihr einschlagt und entscheidet euch weise. Kingdom Come Deliverance steht ab 13. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in den Händlerregalen.